Mit G-Sider ist es problemlos möglich, anonym, datenschutzkonform und kostenlos Abstimmungsprozesse durchzuführen. Es können Ideen eingebracht werden, diese können mit anderen diskutiert werden und am Schluss kann ein Abschlussprozess, ein Abstimmungsprozess initiiert werden. Hierfür müssen wir uns auf der Website von treesider.com einmalig kostenfrei registrieren und haben jetzt hier direkt die Möglichkeit, eine Frage einzugeben, die wir jetzt gerne diskutieren möchten. Ich wähle die Fragen aller Fragen. Was gibt es zu essen? Klicke auf Los und habe jetzt hier die Übersicht, wo nachher eben auch die ganze Beteiligung angezeigt werden. Aber jetzt geht es ja erstmal darum, anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern den Zugang zu dieser Abfrage zu ermöglichen. Das funktioniert hier über Teilen und Einladen. Ich kopiere mir einfach diesen Link und schicke ihn den Leuten, mit denen ich jetzt gerne diesen Abstimmungsprozess vollziehen möchte. Um dies zu simulieren, öffne ich jetzt einfach mal einen Inkognito-Fenster oder ein Inkognito-Fenster vom Browser. Das heißt, ich bin jetzt nicht in Treesider eingeloggt, sondern füge den Link oben ein. Und genauso sieht es dann eben auch bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus. Die sehen oben die zentrale Frage und haben jetzt hier die Möglichkeit, eine Idee hinzuzufügen. Ich klicke mal kurz da drauf. Meine Idee lautet Nudeln. Ich kann jetzt optional einen Namen angeben. Das muss nicht sein, das kann ein falscher Name sein, ein Fake-Name sein oder eben auch, wie gesagt, der richtige Name. Ich kann eine Beschreibung hinzufügen, Nudeln sind so toll, sind so lecker. Ich kann ein Bild hinzufügen und dann letztendlich auf Speichern klicken und habe jetzt die Möglichkeit, mir ein Benutzerkonto bei Treesider einzurichten. Das ist nur erforderlich, wenn ich später vorhabe, meine Stimmen nachher nochmal zu bearbeiten. Oder wenn ich nachher auf die Idee komme, Nudeln sind doch nicht so toll, meinen Vorschlag auch zu überarbeiten. Dafür brauche ich ein Benutzerkonto. Wenn ich jetzt aber diesen Vorschlag jetzt einfach so abgeben möchte, ohne ihn später korrigieren zu wollen, klicke ich einfach auf Nein, danke, ich möchte nicht. Und schon wurde diese Idee hinzugefügt. Ich öffne ein weiteres Inkognito-Fenster, um einen weiteren Benutzer zu simulieren. Füge diesen Link ein und ich sehe jetzt direkt hier die Frage, die Ursprungsfrage und eben auch schon die erste Idee. Ich denke, Nudeln, ich habe ein Argument und zwar, die hatten wir gestern zum Beispiel, das ist ein Pro- oder ein Kontra-Argument, in diesem Fall ein Kontra-Argument, kann jetzt hier auch optional einen Namen mit angeben, nehme ich jetzt hier mal Günther, klicke auf Speichern und jetzt wurde das Argument übermittelt. Schaue ich nun in mein erstes Inkognito-Fenster, also als Ideengeber für Nudeln aktualisiere ich das, sehe ich hier dann auch direkt die Rückmeldung von Günther und kann dann aber auch nochmal ein Argument nochmal hinzufügen, das Pro-Argument und sagen, okay, Nudeln sind dennoch toll als Pro-Argument. Kann speichern klicken und so kann ich es einfach den Menschen ermöglichen, verschiedene Ideen einzubringen, verschiedene Vorschläge einzubringen und diese mit Pro- und mit Kontra-Argumenten auch zu diskutieren. Natürlich hat jetzt jeder auch die Möglichkeit, weitere Ideen hier einzufügen. Jetzt können wir zum Beispiel sagen, nochmal Kartoffeln. Und genauso über diesen Kartoffelvorschlag können jetzt alle genauso diskutieren mit Pro- und Kontra-Argumenten, wie jetzt das bei den Nudeln der Fall war. Und am Ende dieser Diskussionsphase hat jeder Teilnehmer dann auch die Möglichkeit, im Prinzip abzustimmen, auf den Abstimmbutton zu klicken, eine Stimme zu vergeben. Hierfür muss auch ein Name mit angegeben werden, um einfach auch zu sagen, okay, ich bin für Kartoffeln, ich finde aber auch Nudeln ganz toll. Womit dann im Prinzip die Stimme für den Abstimmungsprozess dann auch getätigt ist. Schaue ich jetzt in mein ursprüngliches Fenster zurück als Initiator dieser Umfrage, aktualisiere ich den Browser, sehe ich dann jetzt hier diesen kompletten Abstimmungsverlauf mit dem entsprechenden Ergebnis, was mir alles auch entsprechend dann angezeigt wird. Ich habe auch die Möglichkeit, wie gesagt, bei einer solchen Umfrage, bei so einem Abstimmungsprozess eine Deadline einzurichten, dass ich jetzt sage, okay, wir haben jetzt insgesamt 14 Tage Zeit, darüber zu reden, was wir heute essen wollen, kann diese Deadline aber auch jederzeit verändern, sodass die auch irgendwann ungültig wird und diese Abstimmung dann auch nicht mehr aufrufbar ist.
Soweit erstmal zum Thema Abstimmungsprozesse durchführen, Menschen beteiligen und auch abstimmen. Ich hoffe, ich konnte so einen kleinen Einblick einfach mal gewähren. Ansonsten empfehle ich einfach mal, registriert euch, probiert das Ganze einfach mal aus und meldet in den Kommentaren zurück, wie ihr mit diesem Dienst zufrieden seid. Vielleicht kennt ihr ja auch andere Dienste. Lasst uns einfach darüber mal in den Kommentaren diskutieren. Bis dahin erstmal alles Gute. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.